01189988199 9119725. Voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Wir hatten das ja schon mal hier in der Sendung, wo das die, quasi die, nein, wo die Zimmernachbarin das gemacht hat. Ach so, schade, dann tu es weg. Schade, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Nee, es war tatsächlich, das war die Bettnachbarin, es war zu laut. Was ist denn mit dir los? Die 85 Sendungen und du vergisst schon die Inhalte? Ja, was soll ich machen? Ich habe mir das als noch nicht vorgelesen hier notiert. Du bist der Jüngste von uns. Howdy ho, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres total kriminellen Medien- und Presse-Podcasts, voll in die Presse. Diesmal mit verteilten Rollen und wahrscheinlich etwas schlechterem Ton, denn wir machen das Ganze gerade über Webex. Der Beef sitzt im Beefhole, der Prollo sitzt, haben wir gar nicht bisher festgelegt, im Puff, im Prollo-Puff. Der Sommer liegt im Bett und ist krank. Herzliche Grüße. Und ich sitze hier in Brüssel im Hotel, habe die schöne bunte Kiste vor mir und einen Computer mit Webex angeschlossen. Also ganz schön spannend, was wir hier immer für euch auf die Beine stellen. Ich sage erstmal Hallo in die Runde und wir testen, ob man euch überhaupt hört. Hallo? Hallo? Test, Test. Hallöchen. Tag. Hallöchen. Also der Beef ist sehr leise, aber das kriegen wir hin. Oh. Vielleicht höre ich ihn einfach nur so leise. Und ja, man hört Brüssel da draußen. Ich hoffe, ihr hört es auch. Die Sirenen jaulen und könnten bedeuten, da ist etwas Kriminelles passiert. Und das soll auch das Thema unserer heutigen Sendung sein. Denn wir alle haben einen Wunsch, der sehr schön in einem Zitat ausgedrückt wird. Und ich mache das jetzt eigentlich gerade ohne Absprache, aber ich denke, in uns allen steckt das ein bisschen. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Genau. Crime. Crime, Gangster und andere Bösewichte soll heute der Schwerpunkt sein. Und ein Verbrechen war es vielleicht nicht, aber ein Versehen war es schon. Wir haben ja letzte Woche über den Ameisenigel gesprochen in unserer Schleimsendung. Ganz am Ende. Hört, müsst ihr euch mal reinziehen, der Ameisenigel. Und was habe ich da gemacht, Jungs? Ich habe den Stargast in seiner Ehre gekränkt, ein bisschen. Stimmt? Gedisst. Gedisst. Ich habe es jetzt nicht als Zitat vorbereitet, aber ich habe sowas gesagt wie, was bist du denn für ein Biologe? Weil er irgendwie behauptet hat, der Ameisenigel und Schnabeligel und wie sie alle da heißen, das wäre ein und dasselbe. Und was mussten wir feststellen? Beef. Er hat recht. Er hat recht. Das hat er uns auch direkt nach der Sendung nochmal aufgezeichnet. Die Ameisenigel Tachyglossidae werden auch als Schnabeligel bezeichnet. Kleine Korrektur. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Vor allem die Biologen-Ehre ist wiederhergestellt. Wir halten den Schnabel zu dem Thema jetzt künftig. Genau. Also ich kann mir bis gerade schon wieder nicht merken, wie das Vieh heißt. Also ich bin bestimmt nicht der Star-Biologe in diesem Podcast. Das kann man mal definitiv festhalten. Das soll aber auch unser Thema dann heute nicht sein. Was habt ihr denn so bei dem Thema Crime für Highlights gefunden? Ich meine, fast jede zweite Geschichte beinhaltet bei uns immer so ein bisschen Crime, weil es was Verbotenes hat. Also man kann das sehr weit fassen und True Crime ist ja auch das absolute Boom-Thema. Insofern, ja, wir sind kein True Crime-Podcast und wollen das heute noch nicht machen, aber was gäbe es dann da für euch in der Presse zu Crime? Was klickt denn da bei euch? Wir haben uns das ja nicht ohne Grund ausgedacht. Der Beef sagt nichts, dann sag ich mal was. Also ich hab eine schöne Geschichte von einem gar nicht so üblen Verbrechen, aber immerhin 1965, das jetzt vor kurzem tatsächlich noch aufgeklärt wurde und der Übeltäter ist mittlerweile 86 und hätte damit so, glaube ich, nicht gerechnet, dass er doch noch enttarnt wird. Und wenn wir noch Zeit haben, erzähle ich auch noch mal was von der anderen Seite. Wo geht der Verbrecher hin, falls er versagt? In den Knast. In den Knast. Da habe ich auch noch eine kleine Knastgeschichte, die auch schon eigentlich kriminell ist. Okay.
Wie sieht's bei dir aus, Beef? Ja, bei mir ist es tatsächlich, ich habe auch zwei Sachen dabei, mal sehen, ob das Zeit ist für beide. Bei der einen Geschichte geht es eher darum, dass es da im Prinzip tragischer Unfall bei einer Familie hat da was ausgelöst, was wir heute alle nicht mehr missen mögen. Ich fand das ganz spannend, den Hintergrund. Da geht es um die Familie Steiger. Und dazu werde ich auf jeden Fall was erzählen. Das hat auch im weitesten Sinne mit Crime zu tun, in Anführungsstrichen. Und eine zweite Geschichte, das ist eher so ein bisschen skurril. Also da gibt es ja skurrile kriminelle Geschichten zuhauf. Da hätte ich noch was in petto. Muss mal gucken, ob das klappt. Okay. Ich habe mir überlegt, weil wir auch alle gerne Musik hören und Gitarren dabei gerne eine Rolle spielen, hat sich zumindest der Google-Feed für mich überlegt, als ich nach kuriosen Crime-Geschichten suchte oder auch, ja, was so passiert ist, euch mal eine kleine Liste von, sie nennen es hier Rocker-Verbrechen, zu präsentieren, was Rocker im Laufe ihres Lebens alles so angestellt haben, beziehungsweise wo sie Ärger mit der Polizei hatten. Ich kann schon mal jetzt sagen, bei diesem Artikel lohnt sich ganz besonders der Blick in die Shownotes, nicht weil man das dann nochmal nachlesen kann, sondern da sind auch die sogenannten Mugshots von diesen Rockern dann veröffentlicht, also die Polizeifotos. Das ist ja in USA gang und gäbe, dass man die dann auch öffentlich zur Schau stellt, und das sieht wirklich lustig aus. Teilweise blutjung, zum Teil auch nicht mehr ganz so jung. Das lohnt sich allein deshalb. Und ich glaube, Crime als Thema, da wird es noch die eine oder andere Geschichte geben, die wir heute besprechen können und Artikel, die wir dazu erzählen können. Aber was uns natürlich auch immer hier prägt, ist das liebe Alleine mit dir. Zwei Worte. Ein Bier. Und ich muss deshalb ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich ja hier in Belgien sitze, in dem absoluten Bierland. Und ich habe mir hier diverse Biere schon gekauft. Habe schon mal angefangen mit einem Jupiler Blue. Das hat nur 3,3%, also ganz leicht. Das ist schon leer. Und als nächstes würde ich, wir müssen es heute ja ein bisschen trennen, ich zeige es mal hier in die Kamera für die Jungs, ein Vedette Pilsner trinken. Das ist aus Antwerpen. Die Brauerei habe ich schon besichtigt letztes Jahr. 5,2%. Also es geht langsam die Leiter hoch. Und weiß nicht, Beef, du warst, glaube ich, thematisch heute auch in Belgien unterwegs. Ich war thematisch auch in Belgien. Ich habe zum einen ein Chiwai, das ist ein Triple-Bier, das tatsächlich etwas stärker. Es hat 8%. Da bin ich mal gespannt. Das ist auch eines der trappigsten Biere. Und parallel dazu habe ich dann auch noch den Hamburger Senatsbock Ratsherren. Der ist auch ein bisschen stärker. Der hat 7,5% und hat noch das Schöne, den schönen Spruch drauf: die Krüge hoch, die Kehlen weit, es ist wieder Senatsbockzeit. Der Spruch kommt mir bekannt vor. Kann es sein, dass wir das mal im Schrader-Garten kredenzt bekommen haben? Das kann wirklich gut sein. Müsste man nochmal in die Shownotes von damals gucken. Also ich habe es mal von einem aus einem Bekanntenkreis, die Podcasts machen, geschenkt bekommen. Also insofern möglicherweise. Aus einem Bekanntenkreis, die Podcasts machen. Ja, genau. Da muss ich mich an der Stelle auch outen. Ich habe nicht nur lediglich ein ordinäres Pülliken hier gefunden im Schrank, das immerhin gekühlt ist, sondern auch noch ein großes Glas Wasser hier stehen. Oh. Dafür habe ich es immerhin rechtzeitig in mein rot beleuchtetes Aufnahmestudio geschafft. Insofern. Ja, es sieht ganz hervorragend aus. Also wenn wir nicht so kamerascheu wären, würde sich das hier total als Videopodcast eignen. Aber da würde unser gutes Aussehen nur von den Inhalten ablenken, und das wollen wir natürlich nicht. Ich möchte noch eine Sache zu dem Bier hier sagen, weil ich habe das geschenkt bekommen vom Hotel. Nicht, weil hier die Kakerlaken rumrennen, sondern, das habe ich zumindest noch nicht erlebt, in einem Hotel, die mir so einen Flyer da gegeben haben. Ich bin ja schon 2 Tage hier
Und wenn ich das dann abends raushänge, wie so ein Türschild, bitte nicht stören, dann kriege ich ein Bier. Und warum ist das so? Weil auf dem Ding draufsteht, save the environment, bitte mein Zimmer müsst ihr nicht putzen. Bei mir ist noch alles in Ordnung, ihr müsst hier nicht das Bett machen und auch nicht die Handtücher wechseln. Das ist mir eh meistens lieber, dass hier niemand rumrödelt, während ich nicht da bin. Deswegen hänge ich das gerne raus oder ich schmeiße auch die Handtücher nie auf den Boden. Das ist ja in anderen Hotels so, dass man dann so bestimmte Zeichen setzt, um eben nicht frische Handtücher zu verlangen. Hier kriegst du aber echt Bierchen dafür. Die schieben dir da den Flyer wieder unter der Tür durch in der Nacht, registrieren dein Zimmer als muss nicht geputzt werden und das lohnt sich natürlich auch bei denen. Und dann ist da so ein kleiner Tropfen quasi dran, so ein Papiertropfen. Und den kann ich unten gegen Getränke einlösen in der Bar. Und für ein echtes belgisches Hotel, wie es sich da gehört, vielleicht mache ich da auch morgen nochmal ein Foto von, die haben bestimmt 20 verschiedene Biere da im Kühlschrank stehen, aus denen du auswählen kannst. Also auch das, was du gerade gezeigt hast, Beef, ich ärgere mich jetzt im Nachhinein nicht, dass ich hatte es nämlich in der Hand, aber das ist doch sehr stark. Und ich glaube, das stärkste Bier, bei dem ich heute ende, das ist auch so in der Preiskategorie. Aber ich dachte, ich trinke mich langsam hoch, sonst bin ich am Ende nur noch peinlich. Gut. So viel zum Vorgeplänkel. Wir haben die Ehre von Herrn Rainer wiederhergestellt. Der Mausigel und der Schnabeligel sind ein und dasselbe Tier oder können es sein. Und Crime soll uns heute begleiten. Und ich möchte es nochmal sagen, das habe ich nämlich vorher bei der Vorbereitung gesehen, True Crime boomt wie Sau. Wie Sau. Da habe ich auch noch eine kleine Geschichte, vielleicht nachher, was sozusagen den True Crime, was war der erste True Crime Fall der Welt? Also wo sozusagen Crime genutzt wird, echte Verbrechen, um sie journalistisch oder wie auch immer darstellerisch auszuschlachten. Könnte vielleicht auch noch ganz interessant sein. Ist das deine Geschichte oder was? Oder sollen wir jetzt mutmaßen? Wie bitte? Ist das deine Geschichte? Also ist das dein Artikel, den du da haben wirst? Oder den habe ich auch. Ich habe auch einen Artikel dazu. Hatte ich jetzt aber eben noch nicht angeteasert. Das hängt ein bisschen davon ab, wie weit wir kommen. Ich will ja vor allem die Rockerverbrechen erzählen. Ja, im Lauf des Abends. Die ganz witzig sind. Aber das fand ich auch... geht halt auch so ein bisschen, letzten Endes ist es ein Film und ein Buch von Truman Capote, also Truman Crime, dem nachgesagt wird, also das Buch von Truman Capote wurde verfilmt, dass das so den Startschuss für die Faszination True Crime gegeben haben möge. Das können wir auch gerne kurz ansprechen, so als Einstieg. Also ich weiß nicht, ob einer irgendwie eine Crime-Geschichte sonst dabei hat. Ich kenne halt das Buch, was du anspielst, das ist dieses In Cold Blood, ne? Also das, genau, In Cold Blood. Wir können es auch hier quasi offline machen. Ja. Also ich mache den Artikel mal gerade auf. In Cold Blood wurde nämlich verfilmt und der SRF schreibt auf seiner Homepage: Dieser Film gab den Startschuss zum True-Crime-Trend. Weil ich habe mich gefragt im Vorhinein, wann hat das eigentlich angefangen? Also wir alle kennen Aktenzeichen XY, wahrscheinlich die erste deutsche True-Crime-Fernsehserie. Habe ich super gerne geguckt bei der Nachbarin früher, wo wir noch auf dem Land gewohnt haben. Und dann musste ich mal über die dunkle Straße wieder rüber. Ich bin eigentlich nur darüber gegangen, weil es 7-Up und Erdnussflips gab. Und habe mich hinterher tierisch gegruselt vor den ganzen Verbrechern, die da draußen rumrennen. Weil es ja alles war. Alles true. Mhm. Edith Zimmermann. Habt ihr das auch gerne geguckt, Aktenzeichen XY? Da bin ich ja zu jung für eigentlich. Nee, aber tatsächlich, ja, gelegentlich. Ich habe eigentlich visuell eher von Bud Spencer und Terence Hill gelebt. Ich habe gar nicht so viel wirklich geguckt, nur so alberne Sachen. Und True Crime und Seriöses tatsächlich selten. Hm. Aber das lief auch noch eine relativ lange Zeit, oder? Also irgendwann war es das lief ja, mit. Das läuft doch immer noch, oder? Also, immer noch, ich glaub, das gibt es noch. Das gibt es noch. Da haben sich mal mit dem Moderator gewechselt oder so, aber... Ach so, ja gut, das ist so ein Dauerläufer, ja, wie die Lindenstraße, wo man nicht weiß, ach, das gibt's das noch, gibt's es nicht mehr, ne? Und man müsste fast nachgucken. Hm. Ich glaube, die gibt's nicht mehr.
Das haben wir ja auch bereits, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen festgestellt, dass es die nicht mehr gibt. Aber weiß ich nicht, ich bin jetzt auch nicht so der ZDF-Gucker, also außer natürlich freitagsabends. Ja. In Cold Blood hast du das gelesen, Beef? Willst du kurz was zum Inhalt sagen? Nee, ich habe es gelesen, aber ist schon lange her. Also irgendwie dachte ich, das macht du ruhig. Da geht es um einen wahren Fall, der in Kansas gespielt hat. 1959, zwei Sträflinge frisch aus dem Knast, Perry Smith und Dick Hickok, haben einen Farmer und seine Familie überfallen, weil sie dachten, der hat da irgendwie ein mittelgroßes Vermögen auf der Ranch, Bargeld. Haben die Frau, den Typen selber, Clutter hieß der, Familie Clutter, Herb Clutter, und zwei Kinder umgebracht und haben nichts erbeutet, außer weniger als $50 und ein Fernglas. Und diese Geschichte hat Truman Capote recherchiert, ist da hingefahren und hat sich auch mit dem einen von den beiden, so sagt man, ein wenig angefreundet. Also der ist mal wieder ins Gefängnis gegangen zu dem, hat mit denen gesprochen, warum sie das gemacht haben und so weiter. Und hat das dann in diesem Buch In Cold Blood ein paar Jahre später, ich glaube 1967, verarbeitet. Die beiden selber wurden 1965 hingerichtet. Also er hat da schon ein paar Jahre vorher recherchiert, als sie noch lebten. Und dann wurde das eben auch verfilmt, kurze Zeit später, der Film, mit dem angeblich Robert Blake bekannt geworden ist als Schauspieler. Da bin ich allerdings auch zu alt für, dass ich jetzt so ans Schmachten komme, dass ich sofort weiß, wer Robert Blake ist. Aber ja, also eine wahre Begebenheit. Heute hört man das, glaube ich, bei jedem zweiten Ding. Und ich muss gestehen, ich gucke auch sehr gerne überhaupt Dokumentarfilme oder Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Also insbesondere auch Fiktion, die auf wahren Begebenheiten beruht oder so Spielfilme, die auf wahren Begebenheiten beruht. Das muss aber nicht True Crime sein. Das können auch so, also zumindest muss es nicht immer mit Mord und Totschlag zu tun haben und mit irgendwelchen Psychopathen. Das ist ja eher so dein Ding, Beef. Ja. Meins? Ja. Bist du so ein morbider Typ, oder? Ja, absolut. Also ich streiche immer nur den Keller schön schwarz. Nein, also das ist, nee, müsste ich jetzt lügen, aber ja, ich fand halt, also wenn ich das Buch damals gelesen habe, das war ja so, ich sag mal so halbdokumentarisch. Also dem Capote ging es, glaube ich, wirklich darum, zu ergründen, warum die das getan haben. Also das war so, dass diese Beweggründe dahinter, diese Motivation, warum man dann wegen sowas offensichtlich, also dass das, ja, das fand ich ganz spannend. Den Film kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen, also und Robert Blake, geht so wie dir, da bin ich auch raus, aber das fand ich echt bei dem Buch sehr spannend gemacht, dass er das schon, diese Frage immer wieder ins Zentrum gerückt hat und rauskriegen wollte und auch wirklich aufwendig recherchiert hat. War sehr spannend eigentlich, also sehr, sehr zu empfehlen, das Buch auch. Ja. Das heißt, Deutsch heißt das, glaube ich, auch kaltblütig heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber ich muss jetzt lügen. Okay. Gibt es denn von sonst, wie wir jetzt gerade noch bei Fiktion sind, sonst noch irgendwelche fiktionalen, ich sag mal, Filme, Krimis, was auch immer, wo ihr sagt, das ist so das, ja, der Krimi, die Crime-Geschichte meines Lebens, sondern aber so die, wo man immer wieder fasziniert ist von, also, oder habt ihr da nichts? Also wahre Begebenheit oder einfach so, wo es um Crime geht? Ja, also ich kann sowohl als auch sein. Ich meine, manchmal kann man das ja nicht so genau trennen oder oft ist es ja auch so, dass wenn es jetzt irgendwelche Drehbuchautoren in die Hand nehmen, dass dann manchmal noch ein wahrer Kern oder ein wahrer Anstoß ist, dann aber weitergesponnen wird. Also auch so oft, das ja ungelöste Fälle, also der so einer der bekanntesten der letzten Jahrzehnte ist ja so dieser Zodiac-Killer quasi da aus dem, ich bin jetzt ganz sicher, ich glaube San Francisco der frühen 70er, ja. Der dann, was einfach nicht aufgeklärt wurde und was dann quasi über den Film, haben die zwar gemutmaßt, aber letzten Endes... Genau, die Filme stellen dann so Mutmaßungen an und geben halt eine Idee, was es sein könnte. Genau. Ja. Auch so der Klassiker und deswegen hatte ich gedacht, das wäre nochmal, es ist ja was so, das angeht, ist ja hier Jack the Ripper, dessen Identität ja auch irgendwie nie so richtig geklärt werden konnte. Ja. Und
das ja nur auch gefühlt in 3000 Variationen aufbereitet wurde. Also von Film über Filme, Bücher, Comics, Fernsehserien, alles. Also das gibt's ja nur. Ja, ich war ja dieses Jahr auch in London, habe da ganz um die Ecke gewohnt, die Whitechapel, zu dem, wo das alle die Whitechapel-Morde. Und dann habe ich da auch, ich bin leider nicht reingegangen, hatten wir keine Zeit in das Jack the Ripper Museum, was da gibt, aber der hat ja nur ein paar Jahre. Das war gar nicht so lang. Der hat ein paar Jahre, ich glaube auch 4, 5 Frauen, also ist natürlich auch zu viel, aber es waren jetzt auch nicht Hunderte und ist damit irgendwie weltberühmt geworden. Jack the Ripper. Ja, ja, war damals irgendwie, keine Ahnung. Also es, man könnte jetzt auch nicht begründen, warum. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es damals eben wenig Vergleichbares gab, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wahrscheinlich, weil so das tatsächlich in der Presse frühzeitig schon so eine Resonanz hatte. Das war halt, der hat ja vor allem Prostituierte umgebracht und aus irgendeinem Grund hat aber die Lokalpresse das recht frühzeitig aufgegriffen und quasi nicht live, aber nicht erst Jahre später, sondern während es passierte, darüber berichtet, und das hat ja dann wohl auch diese ganze Stadt oder zumindest den Stadtteil ziemlich in Atem gehalten für eine Zeit lang, weil man nicht wusste, wann es wieder passiert. Ja, auf jeden Fall der erste medial gut berichtete Killer. Ja, noch. Ja. Jetzt werden wir jetzt eben über den verfilmte Killerei gesprochen und damals gab es ja nur Zeitungen, wenn man so will. Ja. Und ja, wer weiß, dass ich frage mir, manchmal frage ich mich, also erstmal muss ich gleich das Thema Superschurken kurz ansprechen und dann frage ich mich aber natürlich auch immer, was so alles vielleicht auch nicht rauskommt, ja. Also es passieren wahrscheinlich auch alle möglichen Dinge, die so nie ans Licht kommen. Die Richtung geht gleich, das ist jetzt nicht mit Mord und Totschlag, aber die in Richtung geht mein Beitrag gleich. Und bei Superschurken, ich dachte ja damals, als man irgendwie James Bond und so geguckt hat, da so Typen wie der Dr. No auftauchten, ja, alles, ja, Actionfilm. Und mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen heutzutage, aber mittlerweile hat man ja vielleicht auch so den Blick, dass so Leute in der Öffentlichkeit rumlaufen, die beispielsweise auch soziale Netzwerke versehentlich kaufen, wo man irgendwie das Gefühl hätte, wenn die noch so ein bisschen weiter abdrehen. Die zufällig auch in so ein Satellitensystem also haben. Ja, ne? Das ist der ja Weg auch zum Superschurken ist gar nicht so weit. Also wirklich, die haben selbstfahrende Autos, ein Satellitensystem und einen Mediendienst. Und Raketen hat der ja auch. Ja. Raketen, habe ich ganz vergessen. Ja, das ist wirklich witzig. Genau, da gab es ja schon quasi ein etwas kleineres italienisches Vorbild. Und Bunga Bunga. Der ist jetzt der angesprochene Südafrikaner, glaube ich, gebürtige. Der ist da nochmal, glaube ich, nochmal eine Nummer drüber irgendwie. Ja, definitiv. Ja. Vielleicht nur noch, um deine Frage zu beantworten, bevor der Prollo auf sein Thema einsteigt. Also ich glaube, ein Film, so ein Kriminalfilm, der mich immer wieder fesselt und fasziniert und auch, ehrlich gesagt, eine Romanvorlage hat, ist Das Schweigen der Lämmer. Das ist so der prototypische, sadistische, fiese Mörder, durchgeknallt. Und so, ich gucke mir solche Sachen eigentlich nicht gern an. Ich habe mir auch nicht Dahmer angeguckt, was ja auch so ein True-Crime-Serienformat ist, das bei irgendeinem Streaming-Dienst tierisch abgeht. Und das ist mir dann auch alles, also ich kann diese Faszination nur bis zu einem gewissen Teil mitgehen, die da so allgemein herrscht. Aber ich weiß, damals am Schweigen der Lämmer kam man nicht vorbei und halt dieser väterliche Serienmörder, der ja auch selber völlig gestört ist, dargestellt von Anthony Hopkins, und dann dieser aktuelle Schmetterlinge sammelnde Spinner, der im Keller da im Verlies in so einem Kerker da die Frauen hat, die er auseinandersägt und deren Haut in so einer Maske verarbeitet. Das war einfach, das holt mich immer wieder ein, diese Szenen aus diesem Film, das, wenn ich an so Sachen denke. Das Schweigen der Lämmer. Und in der letzten Szene ruft er dann irgendwie von Havanna an und ich weiß gar nicht, wen hat er da, irgendeinen Typen hat er da aufgelauert und hat dann irgendwie gesagt, dass er seine Leber irgendwie mit Rotwein oder irgendwas
gegessen hätte. Also gibt es noch so ein ganz ekliges Zitat am Ende. Ja. Ja, wobei ich jetzt auch mit diesen sehr konstruierten Serienmördern, wo der hyperintelligent und sonst irgendwas ist, das ist natürlich schon ein sehr spezieller Bereich. Ich finde es ja eher spannend, wenn das so in so ein Setting in so politische und sonstige Machenschaften eingebettet wird. Also da ist so mein Filmfavorit, ist so aktuell L.A. Confidential, der ist aus Ende der 90er. Hm. Der hat auch eine literarische Vorlage und spielt im Los Angeles der 40er Jahre. Und das ist schon spektakulär gemacht. Also erstmal sind es auch super Schauspieler, die so verschiedene Rollen da... Wahrscheinlich einer der letzten richtig guten Filme von Kim Basinger. Genau, die spielt ja dann auch noch so eine Femme Fatale quasi. Und Russell Crowe in Jungen quasi, der ist dann dabei. Und das ist schon... Also den finde ich tatsächlich, den könnte ich mir immer wieder angucken, weil der auch so verstrickt und verzwickt ist. Aber trotzdem ist sehr stimmig. Also da ist irgendwie nichts zu viel. Und da gibt es auch für meine Begriffe die filmisch beste guter Bulle, böser Bulle-Szene. Das ist so großartig gemacht. Und ja, also wie gesagt, den kann ich da nur empfehlen für alle, die den noch nicht gesehen haben. Der ist... sich damals auch, ich glaube, er hätte auch ein paar Oscars gekriegt, wenn er nicht gleichzeitig mit Titanic am Start gewesen wäre. Da ist irgendwie, dann ist dann doch Titanic irgendwie favorisiert worden. Aber großartiger Film, also wirklich sehr zu empfehlen. Leider nichts, um viele Bierchen wegzuschlürfen, man muss wirklich aufpassen, sonst kapiert man sich. Ja. Oh, das ist ja anspruchsvoll. Ja, tut mir leid. Ich würde euch gerne mal mit einer Nummer kleiner beglücken. Ja, wir haben jetzt hier Mord und Totschlag und ja. Masken aus Menschenhaut hier gehabt. Und manchmal ist es ja auch eine Nummer kleiner. Ja, manchmal so eine kleine Steuerhinterziehung, ne? So ein bisschen eine Schlägerei. Und tatsächlich ein 86-Jähriger, den hat es jetzt dann doch relativ spät noch erwischt. Der hat nämlich, nachdem sein Bruder offenbar in den 40ern, Anfang der 40er gestorben war, hat er irgendwie so 25 Jahre später kam der auf die Idee, doch einfach seine Identität dazu zu nutzen, sich Social Security zu erschleichen. Der Typ wohnte in den USA, offenbar so in der Gegend im Staat Maine. Und hat dann so ein bisschen Sozialhilfe kassiert. Der hatte offenbar auch verschiedene Pässe und ID-Karten angesammelt. Und da ging es ihm gut. Und das, ja, so waren die 60er. Was will man machen? Und das Beste an dem Fall ist allerdings, muss ich sagen, erstmal der Name des guten Herrn. Der heißt nämlich Napoleon Gonzalez. Könnte auch ein Wrestler sein. Napoleon Gonzalez. Gonzalez hat es also, liebte da wohl ganz gut mit. Und im Jahr 2020 kam dann irgendwann so das Maine Bureau of Motor Vehicles, also diese Führersteinstelle, wenn man so will, auf die Idee, doch mal so eine Gesichtserkennung über ihre Datenbank laufen zu lassen. Und dabei ist er halt ganz plump aufgeflogen. Ja, wer hätte in den 60ern gedacht, dass es das mal gibt? Ne? Und die jagten das halt alles durch den PC oder durch die Bilderkennung. Ja, und jetzt ist er angeklagt. Mit 86 Jahren hat sich das wahrscheinlich irgendwie anders vorgestellt und droht jetzt, das Verfahren läuft wohl noch, droht jetzt halt den Rest seines Lebens dann doch im Knast zu verbringen. Und was die Sache so ein bisschen ärgerlich macht, im Knast kostet er den Staat offenbar mehr, als es gekostet hätte, ihm einfach seine paar Kröten weiterzuzahlen. Ja, so oft ist es ja auch. Das ist ja ist jetzt eine völlig anderes Level, ja, aber das ist jetzt so ein bisschen hier wie Leute umbringen für $50 und was war's? Fernglas. Ein Fernglas, ja. Also gut, ist jetzt nicht direkt vergleichbar, ja, aber da wandert er jetzt vielleicht im hohen Alter noch in den Bau, ja. Und das ist ja überhaupt so faszinierend. Das kommt ja immer mal wieder vor, dass irgendwie so ein uraltes Verbrechen mit neuer Technik aufgeklärt wird. Ja, weiß nicht, DNA-Analyse, dass dann irgendwas, was da seit 30 Jahren gelagert wird, dann doch noch zum Mörder führt, wenn man so will. Und das ist tatsächlich, also ich bin ja natürlich sehr zahm und ein beflissentlicher Bürger, aber das würde mich als Verbrecher tatsächlich dauerhaft nervös machen, dass ich mit irgendeiner Nummer auffliege, weil irgendeine Fahndungstechnik oder irgendwie so was
entwickelt oder erfunden wird, mit dem ich so nie gerechnet hätte. Ja, wer hätte damals hast du halt noch Lederhandschuhe getragen, als du die alte erwürgt hast, so Edgar Wallace-mäßig, und da kommt man heute natürlich nicht mehr mit durch. Gut, bei Edgar Wallace war es immer einfach, da war es ja immer Klaus Kinski. Also insofern. ja, gut, der ist ja, das sieht man dem ja auch an, dass der irgendwie. Ja, also ich, ja, wie gesagt, unabhängig davon, ob sie einem auf die Schliche kommen oder nicht, wahrscheinlich hätte man auch immer so ein schlechtes Gewissen. Also meine Grundschul-Crime-Story, die ich hier zum Besten geben kann, die gar keine ist, aber die genau das ausdrückt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe mal am letzten Schultag vor den großen Ferien in der ersten oder zweiten Klasse, kennt ihr das noch? Du wahrscheinlich nicht, Prollo. Früher hatte man so Buchständer. Also nichts Perverses, sondern einfach diese Plastikdinger kombiniert mit so einem Metallbügel, die stellte man vor sich auf sein Pult und dann stellte man das Buch so aufrecht da rein. Das mussten wir alle haben. Ja. Und die waren im Endeffekt eigentlich nur wie dieser Plastikfuß und dann so eine zusammenklemmbare Klammer, die man dann da so einhängt, hochklappt, und dann stand das Buch aufrecht. Und da hatte ich irgendwie rumgespielt, also mit dem Buchständer meiner Sitznachbarin, und dann ist dieser Metallbügel aus dem Plastik jedenfalls war es auf einmal zwei Teile in der Hand, und dann hat die mich da total fertig gemacht, hat die gesagt, irgendwie, das sage ich meinem Vater und du wirst angezeigt und dann kommt die Polizei, die hat da richtig so eine richtig kleine Furie war das dann, und dann waren die Sommerferien und ich habe die ganzen Sommerferien habe ich dieses schlechte Gefühl, dieses schlechte Gewissen gehabt, dass so, wenn ich wiederkomme, gibt es richtig Ärger wegen dieses Buchständers. Da gibt es dann richtig hier so Aufriss und so. Und dann kam ich erster Schultag nach den Ferien wieder und dann sagte die ja, das war alles kein Problem. Das hat er einfach wieder so zusammengeklemmt und da eingehängt und dann war das wieder heile. Und ich habe mir 6 Wochen einen Kopf gemacht, ne? Und das war ja nur ein Buchständer. Ich habe die ja nicht mit dem Ding erdrosselt oder irgendwas. Also ich glaube, ich hätte einfach immer so ein dieses latent schlechte Gewissen, wie du sagst, so ertappt zu werden oder noch irgendwie, dass die Abrechnung noch kommt. Dann irgendwann ja, das ist mal. Ja auch so diese Nummer, dass ne, den Verbrecher führt es zurück an den Tatort, ne? Und das sind dann die Sachen, ja, mit denen man dann gerne auffliegt. Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Hier ist im Übrigen, ich habe hier gerade noch ein bisschen weiter geklickt beim SRF, Schweizer Fernsehen. Da ist auch noch ein Artikel verlinkt, warum unser Gehirn süchtig nach True Crime ist. Also das, die erklären hier, ich nenne sie mal nur die Überschriften, ein paar Gründe, weshalb man das einfach so gerne schaut, wohl als Mensch. Und da ist hier der erste Satz: Ein True Crime Produzent ist wie ein Barkeeper, der unserem Körper einen verlockenden Cocktail mischt. Die Zutaten sind Hormone, Adrenalin, Endorphin und Dopamin. Also das ist wohl etwas, was dann bei uns einen Hormoncocktail auslöst, den wir attraktiv finden. Und dann halt bestimmte neurologische Reaktionen hervorführt oder hervorruft. Dann ein zweiter Grund, wir wollen dem Tätern in den Kopf schauen. Also wir wollen verstehen, das ist das, was Truman Capote ja offensichtlich auch umgetrieben hat. Warum haben die das gemacht? Also man ist neugierig, wie einer dazu kommt, weil man würde es ja selber nicht machen, gerade beim Morden und so. Wie kommt ein Mensch dazu, so diese Grenzen zu überschreiten? Und der dritte Grund ist total archaisch, laut Schweizer Fernsehen hier, Gewalt setzte sich bei unseren Vorfahren durch. Also Gewalt ist einfach so eine Art Überlebenswerkzeug und deswegen fasziniert uns Gewalt. Also Töten des Feindes, Töten von Gegnern oder zumindest Gewalt gegenüber den Gegnern, den Fressfeinden oder den Fresskonkurrenten auszuüben, steckt irgendwo noch in uns drin. Und deswegen finden wir das wohl als Mensch faszinierend. So dieser Artikel. Aber fand ich ganz interessant, weil es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Leute total scharf auf diese True-Crime-Stories sind. Mhm. So ein bisschen der wohlige Schauer. Ne? Also man ist ja so in so einer gesicherten Umgebung, man weiß, was geht damit, es sei denn, muss danach über die Straße gehen, wenn man Aktenzeichen XY geguckt hat. Aber ansonsten
weiß man ja, okay, man ist einigermaßen safe und liest dann eben über das Schicksal anderer, denen es dann offensichtlich nicht so gut ging oder ja, wo sich dann einfach Dinge ganz, ganz, teilweise auch oft aus Zufällen heraus ganz, ganz übel entwickelt haben irgendwie. Ja. Das schon so. Was das Letzte angeht, was da in deinem Schweizer Artikel dann irgendwie, ich weiß nicht, ob Gewalt das ist oder ob vielleicht besser Aggression das sinnvollere Wort wäre, also Aggressivität quasi erstmal die Menschheit weitergebracht hat oder Fressvorteile früher oder sowas. Das könnte ich jetzt nicht so hundertprozentig einschätzen. Gewalt ist nämlich ja nochmal so einen Schritt weiter, aber ja, also irgendwie jedenfalls eine gewisse Dominanz, dass du halt als Spezies da überlebst. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich früher nicht am grünen Tisch ausgehandelt worden, wer das Mammut jetzt essen darf. Also das wurde ja auch mal schnell zugehauen, denke ich. Aber gut, was weiß ich denn schon? Ja, Mammut. Ja. Mammut. Genau, sehr schön. Ich kriege jetzt keine Überleitung hin vom Mammut zu meiner Geschichte. Deswegen überspringe ich diesen Überleitungsteil. Ich habe vor allen Dingen auch nochmal, was mir so, dass die Geschichte kam mir runter. Da gab es jetzt auch ein Jubiläum, da komme ich gleich noch zu. Was macht man denn, von der anderen Seite betrachtet, was macht man denn, wenn ein Crime passiert ist oder wenn man im Prinzip Zeuge eines Crimes geworden ist, eines Verbrechens? Was ist denn so da die erste Reaktion, was man dann irgendwie tut? Polizei anrufen. Korrekt. Und was ist die richtige Nummer, um die Polizei anzurufen? In Deutschland 110 und in den USA, Prollo, du bist ja USA-Experte. Die 911 und in England die, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, die 2478 aus das Kuckuck-Tänze. Wie hieß es? Hier, IT-Crowd. Ich liefere dir das als Wort, als Soundbeitrag nach. Sehr schön. Und genau. Habt ihr denn so eine Ahnung, wie lange es diese Nummern schon gibt? Also diese 110 oder auch die 112 als Notrufnummer? Irgendeine Idee? 50 Jahre. Also. Respekt. Ja. Einfach versenkt. Also es ist gerade das 50-jährige Jubiläum. Ja, du hast was von Jubiläum gesagt. Ein Jahrhundert Jahre sein können. Ja, aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch eher mit in Richtung 100 gerechnet, aber dass da so spät einer auf die Idee kommt, nicht schlecht. Wäre mein Ansatz gewesen, dass ich auch gesagt hätte, ja, die Nummer gibt es gefühlt, also was weiß ich, 1886 ist Telefon erfunden worden, 1887 gab es die Nummer. Also irgendwie sowas hätte ich jetzt gedacht. Also und das fand ich ganz spannend und das ist auch gar nicht aus irgendwie aus, weil sich die Polizei oder wer auch immer überlegt hat, das müssten wir jetzt mal haben, sondern das ist tatsächlich, das, deswegen habe ich das auch so angeteasert, im Prinzip aufgrund eines tragischen Unfalls des Sohnes von den Eheleuten Ute und Siegfried Steiger passiert. Also der Junge, der ist mit 9 mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, 1969 und ist dabei angefahren worden von einem Auto und ist verunglückt. Und damals gab es weder eine 110 noch eine 112. Das heißt, wenn man dann verunglückte, musste man erstmal mühsam, da gab es natürlich auch keine Handys und kein Google und kein gar nichts, sondern man musste mühsam sich die Telefonnummer des örtlichen Notrufs oder raussuchen, wenn man die nicht auf den Zettel notiert hatte. Und infolgedessen ist tatsächlich der Junge gestorben, und zwar nicht, weil er so schwer verletzt war, sondern weil er an einem Schock gestorben ist quasi. Und der wäre definitiv vermeidbar gewesen, wenn der schneller gegangen wäre. Und die Eltern haben tatsächlich dann sich dran gemacht und gesagt, wir brauchen einheitliche Notrufnummern, um da das zu verhindern für die künftige Zeit. Und haben dann eben auch eine Stiftung gegründet. Und ja, haben jahrelang jeden Politiker, der ihnen vor die Füße gefallen ist, das war in der Nähe von Stuttgart, haben die gelebt, belabert und alle haben dann irgendwie gesagt, ach ja, das wäre natürlich eine gute Sache, aber das ist irgendwie zu teuer und ab dem 5. zu teuer hat er dann mal gefragt, okay, von wie viel Geld reden wir denn hier? Und der Siegfried Steiger. Und dann wurde ihm gesagt, also für die 19 Landkreise da in Baden-Württemberg, wie das dann irgendwie geplant war, würde das 387.000 D-Mark kosten für 19 Landkreise. Und naja, und da hat er gesagt, das ist jetzt eigentlich, also hat er so für sich gedacht, wohl ist ein überschaubarer Betrag, hat dann, das fand ich eigentlich eine ganz witzige Geschichte, das ist dann auch so ein bisschen
hat dann die Bürgermeister und Land, also die Landräte und Bürgermeister angerufen von den 19 Landkreisen, hat jedem von denen gesagt, also die Stiftung hat das erklärt, wir würden gerne diese einheitliche Rufnummer und dies und jenes, und die Stiftung würde sämtliche Kosten übernehmen, nur der Kreis müsste 20.000 D-Mark beisteuern. Wer rechnen kann, kommt bei 19 mal 20.000 relativ schnell auf 380.000 D-Mark. Und die ganzen Landkreise und Bürgermeister haben gedacht, Mensch, super Deal, klasse Geschäft, das machen wir sofort, ein Schnapper. Ja. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja vielleicht sogar auch das erste Crowdfunding gewesen. Ja, genau, das ist ja noch wie das erste Crowdfunding. Ja. Ich finde das so geil. Und dann hat er tatsächlich ziemlich schnell 18 von den 19 überzeugen können und hat dann über die Stiftung dann noch die 27.000 Euro dazu gestiftet. Und dann ist quasi die 110 und vor allen Dingen auch die 112 als Rufnummern sind dann Anfang August 1973 in Nordwürttemberg in dem Fall flächendeckend eingeführt worden. Und das ist dann, und dann hat er quasi, ist dann in der Bundesrepublik damals noch, also ohne DDR, die hatten das schon früher in der Variation, ist das dann weiterhin, ist das dann ausgeweitet worden. Natürlich hat vorher die Politik nochmal irgendwie versucht, da einen Knüppel dazwischen zu werfen. Und genau, und das ist dann tatsächlich aber, wie gesagt, in 1973, seitdem gibt es diese Nummer. Seit dem September quasi. Ich finde das faszinierende Geschichte und noch spannender finde ich. Habt ihr eine Idee, warum es die 110 ist und die 112? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist das, hat das irgendwas mit dem Jungen zu tun vielleicht, dass man in seinem Andenken so, da nochmal... Ja. Nee, damit hat es nichts zu tun. Sonst irgendeine Idee? Also es gab ja so... Ich überlege gerade, du hattest ja Wählscheibentelefon. Ne? Wahrscheinlich war der 1er-Bereich irgendwie noch frei. Und wenn du die, weiß ich nicht, dreimal die 1, die ja praktischerweise dazwischen liegt, hat man vielleicht schnell mal versehentlich irgendwie erwischt. Mhm. Und so kann ich mir das erklären, dass es irgendwie noch kurz genug ist. Es ist noch viel erschreckend banaler. Es gibt keine Erklärung, außer dass es die ersten Nummern waren, die frei waren. Also es war tatsächlich so, es gab in den 30er Jahren schon bestimmte Servicenummern, zum Beispiel die 101 für die Vermittlungsstelle und die 102 für die Störungsstelle. Und bis über die Jahre sind verschiedene Nummern dazugekommen und bis 109 war halt einfach alles belegt. Mhm. Und dann haben sie die 110 gewählt und die 111, die wurde nicht genommen. Das war einfach technische Gründe, weil das damalige Impulswahlverfahren bei der Nummernfolge 111 in den Vermittlungsstellen eine Störung auslöste. Das heißt, da mussten sie überspringen und dann sind sie auf die 112 gegangen. Das ist manchmal... unfassbar. Also sonst hätten sie 110 und 111 genommen. Ja? Computer sagt genau. Nein. Witzig. Genau, damals war der Computer doch, glaube ich, das Fräulein vom Amt. Und unfassbar. Ne? Und das Spannende ist halt, dass ungefähr 20 Jahre später hat die EU das deutsche Vorbild übernommen einer zentralen Rufnummer und die Ziffernfolge auch gleich mit. Das heißt, seit 1991 gilt europaweit zum Beispiel eben die 112 als Notruf. Das finde ich spannend, weil Eltern eben nach dem Tod ihres Kindes nicht akzeptieren wollten, dass das irgendwie kompliziert wird nochmal. Oder so kompliziert sein muss, finde ich super. Also finde ich wirklich, man zieht den Hut vor solchen Eltern oder solchen Menschen. Und die suchen natürlich vielleicht auch ein Stück weit, also stelle ich mir so vor, Halt dann in solchen Sachen, ne? Dass dieser Tod ihres geliebten Kindes nicht nutzlos ist. Nicht genau, völlig nutzlos genau, ist, ne? Der hat ja was ganz Wichtiges jetzt zu Tage gefördert. Genau, und da dann seine Energie reinzustecken, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass einem das dann auch einfach, das sieht man ja immer wieder, dass wenn Kinder an bestimmten Krankheiten sterben und da nicht die Forschung so weit ist, dass sie dann halt so Stiftungen gründen, um die Forschungsergebnisse voranzutreiben und solche Dinge. Ja. Nee, aber ich will sagen, sowas, ich ziehe da meinen Hut, das ist wirklich, finde ich, aller Ehren wert, dass man das auch mal erwähnt. Und wie gesagt, das ist jetzt gerade das 50-jährige Jubiläum. Was mich wirklich also erstaunt hat, das dachte ich wirklich, das gibt es schon viel, viel länger und da wäre vorher schon mal einer drauf gekommen und dass man das dann auch umsetzen kann. Das ist ganz erstaunlich. Also was ich dann noch als kleine Geschichte noch nebenbei, System und so weiter gibt es ja immer noch. Ja, tatsächlich ist da auch jetzt im Prinzip immer noch diese Leitstellen, die es da gibt, die sind halt auch noch nicht digitalisiert, noch nicht mal annähernd. Und
da werden auch noch, das ist das Schöne, die Faxgeräte angeschmissen. Also auch da wird noch über Faxgeräte kommuniziert zu den verschiedenen anderen Stellen, wo ich so dachte, geht ja schon auch schneller heutzutage. Und da ist also quasi auch noch, das kommt dann in dem Bericht hier noch zum noch im weiteren Nachgang, dass man einerseits die Anzahl der Leitstellen reduzieren muss, um die Qualität der Leitstelle zu erhöhen, weil im Moment jede Kommune quasi ihre eigene Leitstelle hat, das aber oft dann auch mit nicht so endkompetenten Mitarbeitern besetzen muss und auf der anderen Seite eben auch noch die Faxgeräte da irgendwie hin und her leiern. Das ist ganz erstaunlich, dass da noch vieles wieder mal im Argen liegt und nicht aktualisiert oder modernisiert ist, angemessen modernisiert wurde. Also es ist auch noch zum Großteil auf dem Stand von 1973. Ja. Ja, der Prollo, der hat eben so beiläufig Crowdfunding gesagt und da fiel mir ein, dass ich heute Nachmittag, das ist wirklich eine Geschichte von heute, aus meinem Stammblatt Bild-Zeitung immer ein qualitativ hochwertiger Lieferant von Geschichten aus dem Leben eine Crime-Story aus dem Bereich Crowdfunding gefunden habe und zwar ein bisschen fies, muss man wirklich sagen. Sagt euch der Name Rob Mercer etwas zufällig? Rob Mercer. Muss wahrscheinlich nicht, es sei denn, ihr seid Pokerfans. Nee, ehrlich. Hat er irgendwas im Gesäß gehabt, um sich beim Poker unterstützen zu lassen? Da gibt es auch eine Geschichte, dass jetzt irgendein anderer Weltmeister, die sind alle noch immer sauer auf Hans Niemann oder so hieß der, glaube ich, mit seinen Kugeln im Popo. Und die Betrugsvorwürfe gegen Hans Niemann im Schach reißen nicht ab. Aber das haben wir ja alles hier schon über verschiedene Wochen entwickelt. Da kann ich höchstens den Artikel, den ich dazu heute gefunden habe, nochmal in die Shownotes packen. Aber ich wollte über Rob Mercer kurz berichten, weil der sowas gemacht hat, was ich schon aus einem Grund nicht machen würde. Karma. Und zwar, der ist, glaube ich, Pokerspieler oder ambitionierter Pokerspieler, wollte jedenfalls in Las Vegas am Main Event der World Series of Poker mitspielen. 11,3 Millionen Euro kann der Sieger da bekommen. Es gab nur ein Problem. Startgeld für das Turnier liegt bei 9.300 Euro. Also ich vermute mal so 10.000 Dollar irgendwas in der Größenordnung. Hat er nicht gehabt. Und dann hat er sich überlegt, gibt doch Crowdfunding. GoFundMe, kennt jeder. Hat er sich da angemeldet und hat gesagt, naja, er ist Pokerspieler und dummerweise hat er Darmkrebs im vierten Stadium, also Endstadium, und wollte noch einmal im Leben das größte Turnier aller Zeiten spielen. Und wie ihr aufgrund meiner Einleitung ja schon hört, hat er natürlich gar keinen Darmkrebs, zumindest noch nicht, ich sag nur Karma. Und die Leute fanden das aber natürlich ganz rührend und haben insgesamt fast 40.000 Euro gespendet. Ich weiß nicht, warum hier die ganze Zeit die Euro-Beträge stehen. Auf jeden Fall hat er da genug Geld gehabt, um sich da anzumelden. Dann hat ihm sogar jemand eine Suite im Bellagio in Las Vegas, einem sehr guten sehr guten Hotel, gesponsert, um ihm sozusagen seine letzten Monate auf der Erde noch so zu versüßen. Und was hat der Depp gemacht? Der ist dann halt rumgelaufen und hat dann die ganze Zeit da rumgezockt, die ganze Kohle auch neben dem Poker da verballert in den Spielcasinos, vermutlich auch das eine oder andere getrunken und dann Leute, die ihn kannten, die ihn auch vor Ort dann immer sagen, ach Mensch, toll, dass du da bist und du arme Sau, hier, ich drück dir die Daumen und ne, die also voller Empathie auf den zugegangen sind, hat er sich halt völlig in Widersprüche verstrickt und das Ganze ist dann aufgeflogen. Und dann, ist er jetzt sozusagen ein richtig fieser, ekliger Betrüger, hat selber gesagt, er wolle das Geld aber nicht zurückzahlen. Also es tat ihm leid, hat irgendein Video veröffentlicht, täte ihm leid.
aber zurückzahlen wird das Geld nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das auch, vielleicht auch gar nicht muss, wenn wie diese Plattformen funktionieren. Wahrscheinlich auch gar nicht kann. Wahrscheinlich auch gar nicht kann, weil er eben nicht diese 11, noch was Millionen Euro Pokerpreisgeld gewonnen hat. Aber, also ich hätte da wirklich Angst vorm Karma. Also mit so einem Scheiß. Also man täuscht ja vielleicht mal als Kind einen Schnupfen vor oder so, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Aber so eine schwere, tödliche Krankheit sich anzutexten, für was auch immer, da würde ich immer sofort sagen, oh, Karma is a bitch. Da musst du aufpassen. Denke ich. So denke ich zumindest. Also, keine Ahnung. Könnte passieren. Ja, ich völlig mit dir. Also ich finde es ja auch moralisch jetzt eher verwerflich, aber das sei mal dahingestellt. Aber finde ich auch, da muss man nicht unnötig es herausfordern. Auch wenn es wahrscheinlich albern ist. Ja. So. Wo haben wir denn hier unsere kleinen Jingles? Weil ich muss ja heute ein bisschen Gas geben. I can't take this much longer. I gotta have a beer. Are you ready to get duffed? Ich gehe mal wieder zu meinem Hotelkühlschrank und hole die nächste Bombe raus. Wie gesagt, es wird jetzt immer ein bisschen stärker. Und ihr könnt mal überlegen, mit welchen schönen Crime-Stories wir unsere True-Crime-Fans hier noch bei Laune halten können. Also, ich hätte hier ein schön, also ich habe zwei Dinge im Angebot. Beef, du musst dann, der ist jetzt echt zum Kühlschrank gelaufen, du musst dann quasi entscheiden. Ich habe eine krasse, wenn auch virtuelle Banküberfall-Sache, und zwar eine richtig große Nummer. Oder ich habe noch eine Geschichte, die Geschichte aus dem Knast, die ich angekündigt habe. So. Ich bin also ich wäre für die Knastgeschichte, einfach weil es nochmal eine Perspektive benutzt, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Die Knastgeschichte, okay. Beef, kennst du diese Flasche hier? Das muss ich gerade nochmal fragen. Ihr seht sie, ihr anderen, die ihr hier zuhört, könnt das in den Shownotes nachgucken. Omer oder Omi. Traditional Blonde. Auf dieses Bier habe ich mich am meisten gefreut. Wir sind jetzt immerhin angekommen bei 8% Alkohol. Oh, ist das schon? Ja. Und ich finde das, sehr ansprechend. Sieht so ein bisschen aus wie dein T-Shirt, sehe ich gerade. Prollo, bei dir steht Mücke drauf, bei mir steht Omer. Also wenn ich mir das jetzt hier so hinhalte, also, dann fast im Partnerlook. Aber also gut. Es sind halt Buchstaben. Sind halt das dicke, stimmt, weiße Buchstaben. Sehr ähnlich. Dicke, weiße Buchstaben. Knastgeschichte. Alte, weiße Männer mit dicken, weißen Buchstaben. Alte, weiße Mittelalte bitte, ja, Mittelalte. Ja, natürlich. Aber guck mal, das sieht ja hier auch schon wieder ganz hervorragend aus. Guck dir das mal an. Ja. Bier. Du als Belgien-Bier-Fan. So darf ein Bier aussehen, ja. Ja. Was hat denn die Knastgeschichte so in sich? Ja, pass auf, die Geschichte spielt in Arizona und der Artikel ist jetzt schon von 2021. Aber die Sache war die Knast-Szene, da ist ja alles so ein bisschen privatisiert in den USA und da herrscht ja auch der ein oder andere Missstand, wie man manchmal so liest. Und die hatten sich eine neue Management-Software eingeführt für ihre Knastis, wo die eben auch verwaltet werden, wann sie reinkommen, wann sie raus dürfen, gute Führung, schlechte Führung, was auch immer man da so verwaltet. Und die Software war wohl leicht scheiße insgesamt, das kann man schon sagen. Also die war nicht gut und ich lese hier von 14.000 Bugs, die sie nach der Implementierung 2019 gefunden hatten. Ups. Und das ist eigentlich auch schon fast knastwürdig. Und nun war es aber so, dass Arizona halt ein neues Gesetz eingeführt hatte in 2019, nachdem unter bestimmten Bedingungen Kriminelle, die da einsaßen, konnten dann an so einer Art Bewährungsprogramm teilnehmen und durften dann früher raus. Und tatsächlich hat es der Softwarehersteller nicht geschafft, das in dieser Software abzubilden, die Bedingungen dafür, sodass tatsächlich die Leute ja im Prinzip zu lange im Knast saßen und die Verwaltung im Prinzip nachrechnen musste, so von Hand mit dem Taschenrechner rechnen musste, wann die Leute denn jetzt wirklich raus durften.
Und die Aber Leute immerhin haben sie es halt gemerkt, dass da noch dieser Fehler drin ist, ja? Sie haben es dann letztlich gemerkt, nachdem sie irgendwie intern da wohl einige sogenannte Whistleblower über ein Jahr lang sich kein Gehör verschaffen konnten, haben sie halt sich erstmal nicht drum gekümmert, was ja eigentlich schon ein Unding ist. Und es betraf jetzt auch nicht irgendwie so die Massenmörder oder so, sondern Non-Violent Crime-Bereich. Also vielleicht eher so den kleinen Ladendieb und so weiter. Und ja, da, also die Software war halt, wie gesagt, ziemlich übel scheiße. Und sie haben tatsächlich von Hand 733 Einsitzende dann von Hand identifiziert, die dann auch dann es dann doch wohl noch rausgeschäfft haben. Und das sei aber wohl nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Und ja, also das Ganze hat, also die Bugs waren noch ein bisschen zahlreicher, weil irgendwie, also durchaus ernst, haben sie es nicht so geschafft, so richtig zu verwalten, wie die, welche Medikation die Leute bekamen. Also oh. Da gab es dann vielleicht schon mal die richtigen hier diese Medikamente Spritze nicht. Da in den Arm auf dem Stuhl. Ja, also nicht, vielleicht jetzt nicht, so weit ist es glaube ich nicht gekommen. Aber offenbar haben die auch wohl so ein Gang-Membership irgendwie verwaltet. Ein was? Und ein Gang-Bang-Membership? Gang, nee, nicht das, was du denkst. Also die, es gibt ja durchaus die ein oder andere Gang, ja, und dann ist es wohl durchaus passiert, dass Leute von konfliktierenden Gangs gemeinsam plötzlich in einer Zelle einsaßen. Oh, was natürlich. Also so Gang-Clash oder sowas, dass dann genau. die Bloods gegen die Crips und so weiter. Genau, ja, und irgendwer, also große, kleine Dinge und irgendwer hat irgendwie auch, wurde für irgendeine Disziplinarmaßnahme hat er kassiert, die er überhaupt nicht verdient hätte, aber die Software sah das halt so vor und das gab es aber schon nicht mehr und dann hat er 30 Tage Telefonverbot gehabt. Die Beispiele sind zahlreich und ja, wie das so läuft, am Anfang hieß es dann, ja, die Software ist kacke und dann wurden halt die Leute mundtot gemacht mit der Aussage, ja, wir sind schon zu weit, wir haben schon zu viel Geld ausgegeben, das können wir jetzt nicht zurückziehen. Und das ist ja eigentlich, also meines Wissens oder aufgrund des Artikels ist tatsächlich niemand dafür verknackt worden, aber das finde ich ja schon, ist ja schon im Prinzip Freiheitsberaubung, so eine Nummer dann von vorne bis hinten durchzuziehen. Und das wollte ich euch gerne mal hier mitgeben. Deswegen, wenn ihr im Knast landet, dann besorgt euch irgendwie jemanden draußen, der für euch nachrechnet oder macht selbst die klassischen Striche an der Gefängniswand. Das kennt man ja auch aus dem Film. Und ja, und setzt vor allem nicht in Arizona ein. Ja, schnell ist man ja, was ist denn da? Da ist eigentlich nichts, oder? In Las Vegas war Nevada. Arizona Cardinals gibt da Football und ansonsten glaube ich Bad, hier ist auch Crime-Film, wie heißt denn? Breaking Bad spielt doch glaube ich auch da. Ja, Arizona. Na, vielleicht. Ja, seht ihr mal. Aber ich weiß nicht, habt ihr das jetzt jüngst mitverfolgt, dass Köln jetzt vor einigen Wochen unser nahegelegenes Köln Ort eines schweren Kunstraubs geworden ist? Das stand doch bestimmt auch in der Süddeutschen Beef. Ich habe es mitgekriegt, da ist aus dem... Naturkundliches Museum ist quasi... Ja, Museum für ostasiatische Kunst. Ja, das war's, okay. Ja. Da ist, sind einige Preziosen geraubt worden quasi und ich habe das tatsächlich nicht so tief verfolgt, sondern nur so allgemein, dass es wohl, aber auch einfach schlecht gesichert war. Also das war wohl tatsächlich, sie haben es den Einbrechern auch relativ leicht gemacht. Ja, es waren irgendwelche, hier steht... chinesischen Objekte, ich glaube, es waren vor allem Vasen und derlei Dinge, millionenschwer. Das hat den Kölner Stadtanzeiger dann dazu bewogen, wie ich finde, eine ganz nette kleine, ich stehe auf diese Listen, wie ihr merkt, eine ganz nette kleine Liste aufzumachen unter der Schlagzeile Millionenraub in Köln bis Mona Lisa. Spektakuläre Kunstdiebstähle. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, also der spektakulärste und aus heutiger Sicht zumindest auch wertvollste Kunstdiebstahl betrifft den Louvre. Könnt ihr euch erinnern, was da 1911 geklaut wurde? Also ich wusste das nicht. Die Alarmanlage. Nee, keine Ahnung. Nein, die Mona Lisa, die ist ja heute wieder da. Die ist wohl am 21. August 1911 aus dem Louvre
Achso, schon länger her. Ja. Ist schon was her. Es hat schon ein 100-jähriges Jubiläum hinter sich. Wert heute zumindest, ich denke, das ist der aktuelle Wert, 843 Millionen Euro. Wie auch immer man so einen Wert... Was ich mich ja frage, das ist jetzt off-topic, aber 843 Millionen Euro ist das Ding wert. Warum nicht 844? Gibt es keinen, der 844 zahlt? 845, ja? Was jetzt wer kommt denn auf diese Zahl? Ja? Das, ja? Also... Du lieferst eigentlich die Steilvorlage für eine der nächsten Sendungen mal so zum Thema Kunst oder so überhaupt. So, würde ich super gerne machen, weil ich mich das tatsächlich auch immer frage. Also, ja, Deal. Ich habe, dann bringe ich auch direkt den Teaser. Ich habe festgestellt oder gelesen vorhin, dass 90% aller NFTs aus den letzten Jahren den Wert null haben. Ja. Vielleicht machen wir da mal eine kleine Kunstwertschätzung. Ja. Ja, ich habe lustigerweise noch... Wann ist denn die Mona Lisa wieder zurückgekommen? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ja. Und wie also, vor allen Dingen? Wie ist es passiert? Also sie war wohl nur mit einer dicken Glasscheibe geschützt und wurde bewacht. Von einem dicken Wächter? Ja. Und ach so, das ist heute. Sorry, das ist heute. Und 1911 gelang es dem Italiener Vincenzo Perugia, das Gemälde zu entwenden. Der hatte sich über Nacht in einem Schrank im Louvre versteckt und das Gemälde dann am Folgetag in einem Kittel eingewickelt und aus dem, wahrscheinlich hat er sich als Maler verkleidet, Malerkittel. Ja. Das ist ja nicht, die ist ja nicht besonders groß, die Mona Lisa. Nee, die stellt man sich immer so groß vor, aber es ist ein relativ kleines Bild. Mhm. Und der war Handwerker da, der irgendwie da gearbeitet hat. Und über den Fingerabdruck hat man ihn dann identifiziert und relativ schnell gefunden. Und zwar... zwei Jahre später, als er das in Italien an einen Kunsthändler verkaufen wollte. Er hat immerhin aber nur 7 Monate Gefängnisstrafe dafür bekommen. Also damals war das noch vielleicht fast ein Kavaliersdelikt. Mhm. Dann hier auf Platz 2, Berliner Bode-Museum. Wisst ihr, was man da geklaut hat? Und das war echt ein Mammutakt. 2017. Diese Münze da, diese riesige Goldmünze? Genau, 100 Kilogramm schwere Goldmünze. Ja. Also die steckst du nicht mal so eben unter den Kittel. Da rutscht die Hose fest. Ja. 3,8 Millionen Euro. Und ist ja auch immer noch verschwunden. Man vermutet, die Familie Remo, die auch das grüne Gewölbe ausgeräumt haben. Sie haben da auch schon mehrere Hausdurchsuchungen gemacht, Fahrzeuge beschlagnahmt und so weiter, und haben auch Goldspuren festgestellt, die sie der Münze zuordnen konnten. Aber die haben halt die Münze bisher nicht gefunden. Vermutlich werden sie die auch nie wieder finden. Das ist wahrscheinlich irgendwo in Essen in einem alten Stahlwerk eingeschmolzen worden und in irgendwelche Barren. Steht hier auch. Die Ermittler gehen davon aus, dass hier eingeschmolzen wurde. Dann, was wurde noch geklaut? Vincent van Gogh ist übrigens gerade hier in Brüssel, eine Vincent van Gogh-Ausstellung. Dem haben sie das Ohr geklaut, oder? Ja, das hat er sich selber geklaut. Vielleicht gehe ich da morgen mal vorbei und gucke, ob das Bild da ist. Der Pfarrgarten von Nüenen im Frühjahr wurde am 30. März 2020 geklaut. Aus welchem Museum eigentlich? Tja, das weiß ich, steht hier nicht. Vielleicht aus dem Van Gogh-Museum, aber in Groningen, in Groningen. Was mich bei dem bei diesen Kunstdiebstählen ja immer so ein bisschen auch fasziniert oder wundert ist, also mit dem eingeschmolzenen, mit der eingeschmolzenen Goldmünze, okay, das kann man auch irgendwie, aber du hast doch das Problem, dass du das Zeug, also das ist ja nur das wert, wenn dir einer dafür Geld gibt. Bei Gold, beim Gold ja, aber bei einem Bild kannst du ins Wohnzimmer hängen, kannst lassen, aber das ist ja kein Bargeld. Also du musst ja irgendjemanden finden, der dir Geld dafür gibt. Und das ist, glaube ich, gefühlt der schwierigere Teil teilweise als bei der ganzen Sache, wenn du dann so ein Bild hast und auch so ein super bekanntes Bild, was du dann wahrscheinlich nicht los wirst. Also, ja, beziehungsweise der es dann kauft, hat ja das gleiche Problem. Der muss das Ding ja irgendwo... sind dann irgendwelche Typen, die sich das halt in den Keller hängen
das sind so Typen wie die, die gibt es ja auch, die so die letzte, das letzte Exemplar einer fast ausgestorbenen Spezies essen. Habe ich auch mal einen Artikel gelesen, da gibt es so Partys, da essen die dann so ganz seltene Tiere. Essen die dann und sagen, geil, ich habe das quasi vernichtet, dann diese Spezies. Und ich vermute, das sind dann halt so Leute, die sich das dann ganz exklusiv irgendwo hinhängen und sagen, ich hab's. Die ganze Welt sucht danach, ich hab's. Ich hab die Mona Lisa da im Keller hängen. Ja, wahrscheinlich. Also der Remo-Clan ist ja wohl auch jetzt schon überführt. Da gibt es ja zumindest Prozesse, hat ja auch hier das grüne Gewölbe in Dresden ausgeräumt. 113 Millionen Euro sind diese 4.300 Diamanten. Da kann man wahrscheinlich auch wieder davon ausgehen, die kannst du umschleifen, kannst du umarbeiten. Ja, klar. Die haben Wert für sich weg. Und was ganz lustig ist, jeder kennt's, vor allem der Prollo, weil wir ihn da mal verarscht haben im Büro. Edward Much, der Schrei. Oh, du, Mann. Hattest, glaube, du hattest dieses Plakat im. Ich hatte so eine Homer Simpson. Eine Homer Simpson Version. Und wir haben uns, wir hatten früher in unseren alten Büros, hatten wir tatsächlich so Wandschränke mit Waschbecken drin und so. Und Prollo war irgendwie draußen und zwei, drei Kollegen, wir haben uns dann so halb, sind nicht wirklich in den Schrank rein, sondern so halb hinter die Schrankwand. Schade, dass der Sammer nicht jetzt heute hier ist, der war auch dabei. Und dann kam Prollo irgendwann vom Lokus wieder in sein Büro und wir sprangen hinter diese Schrankwand hervor. Und hat er so wie auf diesem Bild so geschrien und die Hände so hochgehalten. Das ist heute ganz gut, dass wir hier ein Video haben. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja, ich erinnere mich auch sehr gerne daran. Und die sozusagen die Romanvorlage oder die Bildvorlage von diesem Bild von Edward Munch, nicht Much, Munch, ist tatsächlich zweimal geklaut worden. 1994 und dann 2004 gleich nochmal. 117 Millionen Euro ist dieses Bild wert. Und ja, das ist natürlich auch eine Kunst, sich das Ding gleich zweimal klauen zu lassen. Finde ich nicht schlecht. Also 1994 haben sie es geklaut. Drei Monate später hat die Polizei die Diebe gefasst. Dann wurde es in die, also aus der norwegischen Nationalgalerie, habe ich nicht gesagt. Und 2004 dann nochmal. Allerdings waren es, jetzt sehe ich gerade, es waren unterschiedliche Fassungen. Wir wollen ja ein korrekter Podcast sein. Es gibt zwei unterschiedliche Fassungen. Eine von 1893 und eine hat er nochmal 1910 gemalt. Und einmal wurde die von 1893 geklaut und 2004 dann die von 2010. In Oslo im Munch-Museum bei einem bewaffneten Raubüberfall. Ja, und jetzt hängt das ziemlich lediert wieder im Museum. Die haben die Typen dann gefasst, aber es ist bis heute nicht restauriert. Ich lass es mal dabei bewenden. Hier sind noch viele andere Rembrandt, Renoirs und so, die geklaut wurden. Ich finde es irgendwie geil. Ich finde so Kunstraub ist ja anders als diese verrückten Massenmörder oder sowas. Das ist ja irgendwie so da stellt man sich immer so Sean Connery oder so vor, der dann so als eleganter, oder Brad Pitt hier, die Ocean's 11 und George sowas, ne? Clooney, ne? George, ja, Clooney, so elegante, also Kunstraub, elegante. Und Casino-Raub, ja, und so, sowas, die ganzen so. Sachen. Mit, ja. Mit Eleganz, Brillanz und gutem Aussehen, so ungefähr. Ja. So, draußen klingelt die Kathedrale von Brüssel und hier klingelt unsere Sirene. Der Sammer ist zwar nicht dabei, aber so, wir wollen, dem geht ja immer einen ab, der kriegt einen Endorphinschub, wenn er das jetzt hört auf dem Krankenbett. Deswegen soll er seine Sirene bekommen. Den Quickie muss er heute alleine machen. Aber wir haben ja vielleicht noch etwas, womit wir in die Bresche springen. Ich könnte noch was Kurzes hinterher schieben. Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich ungefähr genau das Gegenteil von elegantem Kunstraub. Ist auch wichtig in dem Fall, das ist, die Geschichte ist 2020 passiert, ungefähr zwei Monate nach Beginn der Corona-Pandemie beziehungsweise der damit verbundenen Lockdowns. Und ging mit einer Pizza los, also mit einer Pizza-Bestellung. Also eine Frau in Aachen, Hort der Untaten,
hat eine Pizza bestellt bei einem Pizzaservice und hat dann bei einem Lieferdienst angerufen und hat da auch eine Auswahl getroffen. Und die Hauptsache für sie war wohl, dass auf diese Pizza keine Salami kommt. Das war wohl das Wichtigste. Und dann hat sie dann halt mit den ausführlichen oder teilweise komplizierten Pizzanamen, hat sie sich jetzt nicht so wild auseinandersetzen wollen und hat dann die Pizza bestellt. Die kam dann auch, wurde geliefert und alles wunderbar von dem Pizzaboten. Und der hat dann ihr die Pizza übergeben. Und sie hat das auch angenommen, sie hat ihm das Geld gegeben und er war dann quasi schon wieder weg, auf Weg zu seinem Roller in dem Fall, als die Frau ihn hinterher rief. Und sie hat dann quasi eine Zutat auf der Pizza entdeckt, man kann es ahnen, Salami. Und dann entbrannte der Streit, dass der Bote sagt, das ist aber der Ausdruck hier, der hat ihr die Online-Bestellung auch gezeigt und hat ihr gesagt, das ist die Pizza, die sie bestellt haben und in der Liste, beziehungsweise in den Speiseübersicht steht dann halt auch dabei, das ist halt auch eine Pizza mit Salami. Und das hat die Frau ihm nicht glauben wollen und hat dann sogar noch ein Pizza-Restaurant angerufen. Die haben ihm das auch noch bestätigt, dass also wie auf der Speisekarte und auf der Online-Bestellung, das ist alles korrekt und alles fein. Genau, da haben sie sich immer hin und her gezankt und am Schluss ging es dann so rund, dass quasi die Frau dann also dem Pizzaboten die Pizza komplett ins Gesicht geschmiert hat und mit ihm da rumgezankt hat und hat sie ihm auch schön durch die Haare und auf die Kleidung und überall hingeschmiert und ist dann einfach weggelaufen von ihrem Haus quasi. Und von ihrem eigenen Haus? Ja, das ist von der Bestellort quasi, also wo sie es dann hingeliefert hat, Wohnung oder Haus. Und ist mit unbekanntem Ziel weggelaufen und dann hat der Pizzabote hat die Polizei angerufen und auch Anzeige erstattet und und die haben die dann auch irgendwie schnell erwischt und wie es dann im Beamtendeutsch auch heißt, dass die, jetzt Zitat, verteilte Pizza mit der Bestellquittung und der Beschreibung in der Karte übereinstimmt. Also sie haben dann auch am Boden und überall auf dem Typ ist da geguckt, ob da jetzt auch die Salami-Pizza ist und das auch so entsprechend stimmt. Genau. Da hat die Polizei dann ihre berühmte Salami-Taktik angewendet, ja. Genau. Und das Schöne war, dass dann im Prinzip, also der Pizzabote jetzt ohne nennenswerte Verletzung blieb. Kam ihm vielleicht entgegen, dass dann üblicherweise die gelieferten Pizzen ja nicht mehr so richtig heiß sind, sondern nur noch so lau. Und das war dann wohl jetzt auch für die Haut nicht so schlimm. Genau, aber wie gesagt, es ist schräg, was so die möglicherweise die Mischung aus Corona-Pandemie und sonstigen Dingen aus den Menschen so macht. Und das Drama mit der Salami dann hat so seinen Gang genommen. Ja, aber es ist aber dann. Also wie aggressiv kann man denn so gepolt sein? Ich meine, klar, das ist ärgerlich. Das gibt Sachen, die sind einfach ärgerlich. Manche Leute... Ja, aber ganz ehrlich, also er hat sich ja wirklich bemüht und hat ihr die Quittung gezeigt und hat die Speisekarte gezeigt und auf der Speisekarte steht drauf, ist eine Pizza mit Salami irgendwie, ne? Und ist die Bestellung, die sie aufgegeben hat und trotzdem. Ja, umso mehr frage ich mich, wie kann man denn dann so ausrasten und dann so übergriffig werden? Aber so einen übergriffigen habe ich auch noch, der ist auch kurz und da lasse ich euch jetzt mal erstmal raten. Hier in einer Mannheimer Klinik wurde nämlich einer 79-Jährigen das Sauerstoffgerät abgeschaltet und ich frage euch, warum? Wir hatten das ja schon mal hier in der Sendung, wo die Zimmernachbarin das gemacht hat. Ach so, schade, dann tu es weg. Schade, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Nee, es war tatsächlich, das war die Bettnachbarin, es war zu laut. Was ist denn mit dir los? Hier 85 Sendungen und du vergisst schon die Inhalte. Ja, was soll ich machen? Ich habe mir das als noch nicht vorgelesen hier notiert. Du bist der Jüngste von uns. Ich muss meine Aktenverwaltung optimieren. Ja. Vielleicht die Software Arizona aus Maus outsourcen. Ja, ich werd mir so eine Übersichtstabelle erstellen. Eigene Vorträge. Genau. Ja. Feier. Okay. Ja. Vielleicht in den Knast. Greif nochmal in die Schublade. Vielleicht findest du ja noch was anderes Schönes. Also ich muss ja auf jeden Fall nochmal auflösen hier. Die Rockerverbrechen, kuriose Straftaten der Rockstars, heißt die Überschrift auf der Homepage von Bob, Deutschlands Rockradio. Man kennt es ja, will ich fast sagen. Also ich höre das tatsächlich hin und wieder über den Radio Bob Stream oder irgendwelche Radio-Apps. Und
habe jetzt hier auch die ganze Zeit, sehe ich gerade, über dem Artikel so einen Knopf liegen, wo ich irgendeinen Radiosender starten könnte. Will ich aber nicht. Also, wer steht da alles so drauf auf der Liste der, der straffälligen Rockstars? Das sind überwiegend sehr alte, also, wie soll man sagen, sehr klassische Rockstars von früher. Beef, hast du eine Vorstellung, wer da, welche Namen sind? 7 Leute, man kennt jeden Namen, garantiere ich euch. Dudes auf jeden Fall. Was glaubst du, wer da so auf dieser Liste gelandet ist? Auf dieser Liste gelandet ist... Also wer schon mal straffällig geworden ist. Okay, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, irgendeiner von den Stones ist da vielleicht dabei oder irgendeiner von Aerosmith. Das wären so Kandidaten, weil die ja auch ganz relativ viel mit Drogen experimentiert haben, vielleicht auch nicht immer Herr ihrer Sinne waren. Also Steven Tyler oder Joe Perry von Aerosmith zum Beispiel, oder haben die mal in irgendeinem Hotelzimmer randaliert. Ich glaube, das ist so der Klassiker, ne? So Hotelzimmer verwüsten oder sowas. Ansonsten, keine Ahnung, also ich... Also der Erste, der hier draufsteht, ist Ozzy Osbourne. Der war mehrfach im Knast, erste Mal mit 17, hat er irgendwas geklaut, irgendein Kleidungsstück und die Strafe nicht bezahlt, ist er dafür in den Knast gekommen. Und dann steht hier, seine wohl berühmteste Straftat begann Ozzy am 19. Februar 82, sturzbetrunken und halbnackt urinierte er an eine 60 Fuß hohe Statue auf dem Vorplatz des Alamo, trinken wir es auch irgendein Hotel oder so, die den verstorbenen Soldaten des texanischen Unabhängigkeitskriegs gewidmet war. Ist also wahrscheinlich nicht so... Das ist kein Hotel, das ist vor Alamo. Das ist ach, da vor Alamo, ja, logisch. Vor ja, Alamo, genau. Ja. Ich war jetzt noch in Las Vegas. Wer sich jetzt denkt, betrunken, okay, aber warum nackt, sollte wissen, dass seine noch nicht Ehefrau Sharon seine Klamotten versteckte, um ihn daran zu hindern, das Haus zu verlassen. Doch Ozzy schnappte sich eines ihrer Kleider und marschierte los. Die Polizei nahm Ozzy fest und brachte ihn nachmittags über ins Gefängnis. War er nicht lange... Ach so, ich habe mir das gerade bei Nacht vorgestellt. Der war tagsüber natürlich schon stramm. Ja, das war tagsüber. Ja, dann. Ja. Ein von mir sehr, sehr gefeierter Mensch, der ist schon lange tot, gehört zum Club der 27er Jim Morrison. Der hat ja auch richtig Gas gegeben und hat auch im Suff irgendwie vor laufendem Publikum vor 10.000 Leuten 1969 gefragt, ob er mal blank ziehen soll. Und die fanden das ganz geil und dann hat er sein Ding rausgeholt und wurde dann 1,5 Jahre später zu 6 Monaten Haft wegen unzüchtiger Entblößung und offener Obszönität verurteilt. Er hat dann Einspruch eingelegt, was ein kluger Move war, weil es ging dann natürlich in die nächste Instanz, das hat er aber nicht mehr erlebt, er ist 71 dann gestorben. Also der hat sich der Strafe durch Ableben entzogen und lustigerweise steht hier, 2010 wurde er posthum vom Staat Florida begnadigt. Also viele Jahre später haben sie ihn noch begnadigt. Was ich dazu sagen muss mit der Nacktheit, mein kleiner Sohn, der schiffte sich ständig in die Hose, der ist 4 und hat dann immer schon jetzt in verschiedenen Stellen die Hose runtergezogen, wenn die dann so ein bisschen feucht war. Ne? So, dann waren wir letztens da in Remagen am Artmuseum, da gibt es ein sehr gediegenes Café oben drauf in der alten Bahnstation. Und auf einmal sagt er muss aufs Klo, zieht sich die Hose, weil er wollte halt nicht in die Hose machen, zieht sich die Hose runter in dem Laden und stand dann da Pudelrü. Ne? Und solche Sachen ist ja bei einem kleinen Kind auch nicht so dramatisch. Und ihr solltet ihn ganz dringend in den Gitarrenunterricht schicken. Vielleicht noch ja, genau. Da ist Rockstar-Potenzial. Von Fledermäusen fern. Aber das Witzige ist, dann hat meine bessere Hälfte, seine Mama, ihm erzählt,
dass er das nicht machen soll, wenn, vor allem wenn da irgendwelche Amerikaner sind, weil die Amerikaner die Leute immer sofort verhaften, wenn du den kleinen Bim-Bam-Bam zeigst. Und seitdem, das ist voll nach hinten los, so hat der Junge total Angst vor Amerikanern. Das ist immer, wenn er irgendwie sagt, sind das Amerikaner, dann hat er immer Angst, dass sie den verhaften, wenn er in die Hose macht. Also so diese Kinderpsychologie, die ist irgendwie so völlig, da muss man echt aufpassen, was man da sagt. Aber eine Gitarre hat er noch nicht. Ich mach mal noch, wem sagt Keith Moon etwas? Also Beef, bei dir gehe ich schwer davon aus, du kennst Keith Moon. Der ist auch schon tot. The Who, ja, Drummer von The Who. Ich habe letztens noch eine Doku über die gesehen. Der hat ja reihenweise Hotelzimmer geschrottet und alle möglichen Toiletten gesprengt mit irgendwelchen Feuerwerkskörpern und so weiter. Und auch der hat im Suff zum 21. Geburtstag mal ein Cadillac in einen Pool reingefahren und ist dafür in den Knast gegangen. Dann, wer steht noch auf der Liste? Johnny Cash. Also da wundert es mich nicht. Der ist wahrscheinlich mehrfach verhaftet worden, aber wofür er jetzt hier in diese Liste kam, ist ein Feuer. Und zwar im Juni 1965 hat er gemeinsam mit seinem Neffen einen Angelausflug in einen Nationalpark unternommen und als die beiden unterwegs waren, fing der Camper, mit dem die unterwegs waren, an zu brennen. Und dummerweise hat das dann so gebrannt, dass 200 Hektar Land in diesem Nationalpark verbrannt sind. Und außerdem 59 der 53 Exemplare einer gefährdeten Kondorart, die dort angesiedelt sind, auch alle verbrannt sind. Also man könnte sagen, Johnny Cash gehört auch zu diesem Club der Leute, die seltene Spezies vernichten. So schließt sich der Kreis. Man hat bis heute nicht geklärt, ob das seine Schuld war oder nicht. Aber er wurde gleichwohl verklagt und ist nicht in den Knast gegangen, musste aber sehr viel Geld zahlen. 10 Tage im Knast war Frank Zappa und wegen, was hat er hier gesagt? Der damals 24-Jährige hat einem Gebrauchtwarenhändler angesprochen. Dieser bot ihm $100 für ein Sextape. Zappa, der froh war über jedes Angebot, willigte ein. Er kontaktierte daraufhin eine befreundete Go-Go-Tänzerin, die mit ihm falsches Gestöhne auf Kassette aufnehmen sollte. Es wäre leicht verdientes Geld gewesen, wenn der Gebrauchtwarenhändler nicht in Wirklichkeit ein verdeckt ermittelnder Polizeibeamter gewesen wäre. Der wurde dann festgenommen wegen Ausübung pornografischer Tätigkeit. Er ist ein Agent Provocateur. Ich meine, was ist das denn für eine Geschichte? Da rennt einer durch die Gegend. Also Frank Zappa war damals noch nicht so bekannt, steht hier. Also der war erst 24, musste dann 10 Tage in den Knast dafür. Und dann rennt einer durch die Gegend, spricht Leute an der Tankstelle. Also hey, willst du mir ein Sextape aufnehmen? Die meinen wirklich eine Kassette. Dann macht er das und dann verhaften sie ihn. Ich meine, das ist doch völlig irre. Tja. Ja. Naja. Okay, die anderen nenne ich nur, das waren Axl Rose, stehen hier noch, und Bob Dylan. Und lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu lesen, allein wegen der dann nachfolgenden Mugshots. Ich zeige mal so ein paar hier in die, ich glaube, ihr könnt das nicht, aber das ist hier Axl Rose und oder hier, ich weiß nicht, warum jetzt hier Marilyn Manson noch drauf ist, aber das sieht irgendwie, ich finde diese Mugshots, die sehen immer voll witzig aus, die da haben. Es sind noch einige mehr, vielleicht kann man da auch irgendwie, man kann da durchklicken. Also macht das mal, um die Sendung abzurunden, ein paar Mugshots. Vielleicht kann ich ja die auch tatsächlich irgendwie, die Originalquelle, da rankommen, wenn die öffentlich sind. Vielleicht dürfen wir die ja dann sogar bei uns auch veröffentlichen. Who knows? Crime. Wir haben jetzt 1:23 über Crime geredet und bei mir rumpelt es gerade an der Tür. Warte, was ist los? Was ist los? Was passiert da? Was passiert da? FBI, open up! Ah, okay, ich muss gehen. Leute, ich muss gehen. Es wird eng. Ich glaube, vielleicht war das Bier doch nicht umsonst unten in der Hotelbar. Ich weiß es nicht. Ich dachte, man kann das mit diesen Papier-Vouchers da bezahlen.
Auf jeden Fall, das letzte schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Und ich vermutlich auch nicht, weil das hier, das schmeckt sehr gut, Omer Blonde. Aber das nächste hat ja dann schon 9%. Das wird mir dann auch zu kriminell. Ich glaube, das muss ich dann morgen trinken. Besser ist das. Wie schmeckt es bei euch? Wie schmeckt dir das Chimay? Mir schmeckt das gut. Ich fand das sehr lecker. Ich mag eh so belgische Biere. Insofern, was jetzt... Ich war hier vor ein paar Tagen im Morsebiet. Das ist ja allein vom Namen meine Lieblingsbrauerei, der plötzliche Tod. Das ist hier direkt hinter meinem Hotel. Aber das Geile ist, die Kellner sind da wie in Köln. Die knallen dir das Bier dahin. Das kostet super viel Geld. Also so ein scheiß kleines Bier kostet irgendwie 7 Euro. Und die lächeln dich nicht einmal an. Das ist wirklich, ist unglaublich. Sind gekleidet wie so Pinguine. Und dann so, what do you want? Und dann bestellst du, dann gehen die weg, knallen das Bier dahin. Und dann, es ist unglaublich. Aber ich war sogar gestern nochmal da mit meinem Kollegen. Also, hat sich ja gelohnt. Ja. Ich finde den Laden einfach so. Und es ist halt direkt hinterm Hotel. Es ist wirklich geil. Morsubit. Bester Name für eine Brauerei. Uber. Und passt ja auch zum Titel unserer heutigen Sendung, der plötzliche Tod, den wir hier von verschiedenen Facetten haben beleuchten wollen und auch andere Crime-Stories im Medienduktus wiedergegeben und referiert. Gibt es noch irgendwas, was wir, um die Sendung abzurunden, sagen sollten? Außer dem Sommer natürlich schnelle Genesung zu wünschen, nochmal am Anfang und am Ende. Der Beef überlegt. Nee, alles gesagt, glaube ich. Ich sag nichts. Ohne meinen Anwalt, okay. Nichts, was gegen mich verwendet werden kann. Besser ist das. Dann würde ich sagen, ich schicke schöne gute Nachtgrüße aus Brüssel und ihr aus euren Crime-Neighborhoods und wir machen einfach Schluss für heute. Alles bis klar. Bald. Jo. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.